Hallo zu einem neuen Video. Unter den 14 neuen Funktionen, die zu Excel 365 hinzugefügt wurden, sind die Funktionen Text vor und Text nach entscheidend, um Zeichenfolgen auf einem Trennzeichen zu extrahieren. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann, und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. In früheren Excel-Versionen war das Extrahieren von Text vor einem Leerzeichen, Komma oder einem anderen Zeichen ziemlich herausfordernd. Zuerst musste die Position des Trennzeichens in einem String mit der Search- oder Find-Funktion ermittelt werden und dann mit der Hilfe von Left alle Zeichen davor abrufen. In Excel 365 haben wir jetzt eine brandneue Text-Vor-Funktion, die sozusagen zaubert. Sehen wir uns diese an. Die Text-Vor-Funktion ermöglicht, das erste Wort eines Textes basierend auf einem Trennzeichen, wie zum Beispiel einem Leerzeichen, zu extrahieren. Wir haben hier in dieser Excel-Datei ein Beispiel Zeichenfolge, in dem wir versuchen nun mit der neuen Funktion Text-Vor das erste Wort aus diesem Text herauszulösen. Dazu navigiere ich in die Zelle D4. Gebe ist gleich ein und dann Text vor. Selektiere nun mein Beispiel Zeichenfolge. Anschließend gebe ich ein Semikolon an und nun das gewünschte Trennzeichen, in diesem Fall ein Leerzeichen. Ich schließe diesen Befehl, bestätige mit Enter und erhalte nun mit dieser Funktion den ersten Begriff bzw. die erste Zeichenfolge bis zu diesem Trennzeichen vom Leerzeichen. Wenn wir nun als nächstes die ersten beiden Wörter extrahieren möchten, so gibt uns die Textvorfunktion ein drittes interessantes Argument, stellt uns dieses bereit, mit dem die Anzahl der Wörter bzw. Vorkommen angegeben werden können, die wir zurückgeben möchten. Das bedeutet, ich kann nun basierend auf dieser ersten Eingabe ein weiteres Semikolon machen und habe nun die Möglichkeit anzugeben, wie oft oder die Anzahl der Wörter, die ich extrahieren möchte. In diesem Fall 2 und erhalte nun die ersten beiden Zeichenfolgen, welche mit einem Leerzeichen markiert sind. Das war sozusagen die Textvorfunktion. Das Gegenstück dazu ist das Text-Nach-Funktion, und zwar funktioniert diese umgekehrt wie die Text-Nach, und zwar gibt es den Rest der Zeichenkette ab dem enden Trennzeichen zurück. Was bedeutet das? Sehen wir uns das auch an einem Beispiel an. Text-Nach, dann entsprechen wir unsere Zeichenfolge und gebe nun wiederum das Leerzeichen an und die 2. Das bedeutet, diese Funktion sucht nun die Leerzeichen oder das Trennzeichen, welches hier ein Leerzeichen ist, und liefert alle Zeichenfolgen zurück nach dem zweiten Vorkommen. Das bedeutet, das erste Vorkommen dieses Leerzeichen ist hier, das zweite befindet sich hier und alles danach wird dann mit dieser Funktion zurückgegeben. Ich kann beispielsweise diese auch erhöhen und erhalte nun nach dem dritten Vorkommen dieses Leerzeichens, hier ist das erste, hier ist das zweite und hier ist das dritte Trennzeichen. Und alles von hier wird dann in der Funktion zurückgegeben. Wenn ich nun die letzten beiden Wörter extrahieren möchte, bietet diese Text-Nach-Funktion eine sehr angenehme Möglichkeit an, und zwar mit dem Arbeiten von negativen Zahlen. Ich kann sozusagen hier ein Minus davor setzen und erhalte nun sozusagen den Text, welches nach dem dritten Trennzeichen von hinten beginnend vorkommt, und halte deshalb diese Storage and Organization. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesen beiden Funktionen eine Menge Zeit sparen im Arbeiten mit Excel, und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu helfen,
und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!